Ostern ist dieses Jahr ganz anders. Denn die Corona-Krise überschattet auch die christlichen Feiertage. Die neue Ausnahmesituation stellt die Kirche vor nie dagewesene Herausforderungen. Zum einen schlicht und ergreifend eine ganz große Herausforderung, den Menschen nahe zu sein. Das ist unser Hauptanliegen, die Verkündigung neu zu gewährleisten. Schlicht und ergreifend aber auch die Erfahrung der Solidarität, die wir jetzt überleben. Die katholische Kirche ist eine Weltkirche und wir erleben Corona überall auf der Welt. In einigen Ländern wie Italien, wo der Heilige Vater ja lebt, insbesondere ist ein großer Aufruf der Solidarität, auch der Hilfestellung geben. Aber auch der Erfahrung des Miteinanders in unseren Gemeinden, der neuen Kreativität, die da ist. Es sind auch sehr schöne Erfahrungen, die wir machen können, mitten in der Krise natürlich. Können Sie uns ein paar dieser Erfahrungen nennen? Zum Beispiel, dass die Menschen auf ganz neue Weise aufeinander Acht geben, füreinander den Sorgen, Nahrungsmittel bringen. Es gibt eine große Aktion, indem wir den Schwächsten nach Hause die Nahrungsmittel bringen oder kleine Aufmerksamkeiten schreiben. Ich merke es selbst, wo Menschen sich die Zeit nehmen, handgeschriebene Briefe zu schreiben als Zeichen der Verbundenheit. Regelmäßig anrufen, auch Menschen, die sie gar nicht bisher lange beobachtet haben. Viel Neues ist auf den Weg gebracht. Und ich merke auch, dass da, wo die Gemeinden jetzt nicht mehr zum Gottesdienst zusammenkommen können, auch ganz neue Formen des Füreinanderbetens und des Miteinanderfeierns auch in getrennten Orten wirklich kreativ erdacht werden. Die sonntägliche Messe darf genauso wenig stattfinden wie die traditionellen Segnungsgottesdienste zu Ostern. Die Corona-Krise lässt die Gläubigen aber durchaus kreativ werden. Den Gottesdienst zu feiern geht auch trotz des Versammlungsverbots. Wir feiern ihn zusammen, bloß medial vermittelt. Das ist natürlich schon begrenzt und gehandicapt. Aber ich erlebe selbst eine große Dichte, wenn online oder im öffentlichen Fernsehen die Gottesdienste übertragen werden. Ich merke, wie viele Menschen mir anschließend schreiben und Bilder schicken, wie sie den Gottesdienst erleben. Zum Beispiel habe ich in den letzten Tagen ein Bild bekommen von einer Familie, jungen Familie, die am Altar sitzen. Die kleinen Kinder haben den Altar gedeckt mit Kerzen, mit Blumen. Sie machen Messdiener läuten und man merkt, die sind wirklich im Herzen dabei. Das ist nicht nur ein Anschauen. Also es wächst auch eine Kreativität, die eine Solidarität begründet. Vielleicht lernen wir den Wert der Eucharistie, des Heiligen Messe, die wir zusammen feiern können, demnächst wieder mehr schätzen. Die Berliner Gemeinde Freundeskreis Philipp Neri hat jetzt eine Klage eingereicht, weil sie es nicht einsehen möchten, dass zu Ostern die Messen nicht gefeiert werden dürfen. Wie stehen Sie dieser Klage gegenüber? Zunächst einmal, natürlich ist es für uns auch eine Last, dass wir es nicht so nicht gemeinsam tun können. Aber noch einmal, wir feiern die Heilige Messe zusammen, wir feiern sie auf neuen Wegen zusammen und ich erlebe auch in einer großen Dichte. Zweitens, das ist für uns ein Zeichen der Solidarität mit der Gesellschaft. Die Gesellschaft, die Politik, Verantwortlichen haben entschieden, wir feiern, treffen uns nicht zu größeren Versammlungen. Daran halten wir uns auch. Denn wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und wir möchten mittragen alle Möglichkeiten, dass diese Krankheit zumindest gehemmt wird. Ich bedauere es eigentlich, dass eine Gemeinde sich jetzt daraus ausschließt und versucht, einen anderen Weg zu gehen. Die Gerichte werden das entscheiden. Und sage, wir gehen und lade alle zu einem doch den Weg der Solidarität mit dieser Gesellschaft und der Kirche. Und ich bin sicher, dass auf unsere Weise zu beten und die Eucharistie zu feiern, der Gott ganz nah dabei ist. Der ist nicht ferner, als wenn wir jetzt in einer Kirche versammelt werden, weil wir es uns gerade nicht ausgesucht haben. Es gibt viele Möglichkeiten, Gott nah zu sein. Wenn man aber die Nähe zu Menschen sucht, steht man in dieser Zeit vor einer schier unmöglichen Aufgabe. Ob Seelsorger oder Beichte, auch hier muss sich die Kirche flexibel zeigen. Wir versuchen, viele Wege zu gehen. Zum einen, wir halten die Kirchen offen und dort sollen Seelsorgerinnen und Seelsorger sein, auch zum Gespräch. Das ist ganz wichtig. Zweitens, natürlich gibt es das Medium des Telefons, auch den Seelsorger, den Pfarrer anzurufen und des E-Mail-Verkehrs. Wir haben unsere Beratungsstellen ausgebaut, gerade in diesen Tagen, auch die werden wahrgenommen. Ich versuche auch persönlich viele anzurufen. Ich rufe zum Beispiel alle älteren Priester an, versuche aber auch andere, von denen ich weiß, dass sie es schwer haben, weil sie ganz allein sind, so in Kontakt zu halten. Merke, dass das auch bei den meisten gut geht. Ich habe auch an alle Katholiken des Erzbistums einen Brief zu Ostern geschrieben und auch das sollte ein Zeichen der Verbindung sein. Es ist schwerer, aber es ist gut möglich. Wie lösen Sie denn das Problem, wenn die Menschen eben ihre Probleme und ihre
Sorgen loswerden wollen in der Beichte, das ist leider auch nicht mehr möglich. Es ist möglich, weil die Pfarrer und die Priester in den Gemeinden da sind zu bestimmten Zeiten, die veröffentlicht sind, wo sie in der Kirche beichten können, unter Wahrung aller Schutzmaßnahmen, ruhige Distanz, unter Umständen Mundschutz. Dies ist möglich, man kann sich weit genug auseinandersetzen. Also die Möglichkeiten bestehen schon. Natürlich machen wir besonders Sorgen, die Menschen, die gern beichten gehen würden, aber nicht können oder wo der Priester auch nicht hinkommt. Denen gegenüber werde ich eine besondere Form der Lossprechung am Karfreitag vollziehen, eine sogenannte Generalabsolution, dass sie, die im Herzen beichten wollen, dann auch wirklich sagen können, Gott hat uns diese Sünden vergeben durch den Segen auch des Bischofs. Neben der Flut an Schlagzeilen zum Coronavirus tritt die eigentliche Botschaft des Osterfestes fast in den Hintergrund. Dabei besteht dieses verlängerte Wochenende aus weit mehr als Osterhasen und Schokoladeneiern. Karfreitag ist vor allen Dingen das Gedächtnis des Sterbens. Wir denken an die sterbenden, den leidenden Menschen und wir feiern, dass Christus selbst gesagt hat, ich bleibe nicht oben im Himmel, der ferne Gott, sondern ich leide mit, ich sterbe mit am Kreuz, ich steige nicht vom Kreuz herunter. Die ganze Enttäuschung mitgemacht hat. Zum Schluss waren nur noch zwei unter dem Kreuz. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass das Kreuz hineingenommen wird in den begeisternden Auferstehungsglauben. Karfreitag und Ostersonntag gehören zusammen. Der Gekreuzigte lebt, der Gekreuzigte lebt. Der mit uns gelitten hat, der lässt uns auch im Tod nicht allein. Deshalb feiern wir Ostern und Auferstehung. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Kein Ostern ohne Karfreitag und für uns Christen kein Karfreitag ohne Ostern. Es ist das Fest, aus dem wir leben. Ohne Ostern gäbe es weder den christlichen Glauben und schon gar nicht die Kirche. Alles gründet in dem Erfahrung der Jünger, die dem Auferstandenen begegnet sind, die dagegen 100 Bedenken hatten, sagen, das kann gar nicht sein, Zweifel, Vorsorgen und trotzdem haben sie es erfahren. Viele haben es erfahren, er lebt, er ist da. Das hat die Kirche erst in Bewegung gebracht, das hat das ausgelöst, wie ein Funkenschlag. Ostern ist der Mittelpunkt unseres Glaubens. Wenn es keine Auferstehung gibt, kein Leben über diese Grenzen der uns bekannten Welt hinaus, dann ist das Kernstück des christlichen Glaubens genommen. Hier geht es nicht um Naturwissenschaft. Hier geht es darum, dass wir glauben, dass Gott so stark uns liebt, dass er auch unserem Tod nicht allein ist und dass seine Liebe stärker ist als der Tod. Und auf diese Liebe baut Kirche, baut unser Glaube, das ist das Kernstück unseres Glaubens, die Liebe Gottes, die uns nie fallen lässt. Dem kann sich TV Berlin nur anschließen. Wir wünschen allen Christen ein schönes und gesegnetes Osterfest.